Moin Leute, wir sind auf dem Turnier, und zwar auf einem ganz besonderen, und zwar auf dem Turnier Riesenberg International. Richtig cool, eigentlich sind hier nur so internationale Prüfungen, aber hier sind halt auch zwei Prüfungen, die ich gehen kann. Und zwar einmal ist es eine Team-Challenge, die bin ich letztes Jahr schon mitgeritten mit Rocky. Und zwar muss dann halt aus dem Verein jeder Reiter, muss es vier Reiter geben, und zwar muss einer A springen, einer L, einer M und einer S reiten. Und ich darf halt für unsere Mannschaft das A-Springen reiten. Richtig cool, das ist ein A2 Sterne. Und mit Alfonso hier werde ich eine Pas de Deux reiten mit einer Stallkollegin. Ja, die ist auf L-Niveau und die ist sogar auf dem großen Pferd geritten. Und ja, mal sehen, wie das so wird. Wir haben jetzt gleich erstmal den Soundcheck. Und weil der Soundcheck jetzt um 16.30 Uhr ist, haben wir Dennis von In Leo Bu gefragt, ob wir unsere Ponys hier einstallen dürfen. Und das passt super gut, weil die Pferde können in der Zeit von denen raus und dann dürfen unsere Ponys nämlich in die Box. Richtig cool. Die Prüfung ist nämlich erst um 6:30 und 7 Uhr. Und ja, deswegen ist es natürlich schöner für die Pferde, wenn sie dann in die Box kommen und nicht die ganze Zeit auf dem Anhänger stehen müssen. Und ja, Dennis ist jetzt gerade auch gekommen. Wir gehen mal dahin. Da ist er. Guten Tag. Das ist meine coole Vlogging-Kamera. Mensch. Cool. Aber da siehst du ja gar nicht, was du siehst. Doch, schau doch mal. Die hat sogar ein Display. Ja. Wahnsinn. Cool. Nachher werden wir auch ein bisschen Zeitstress haben, weil, wie gesagt, die eine Prüfung fängt um 6:30 an mit Rocky. Da bin ich erste Starterin und die zweite Prüfung ist dann um 7 Uhr mit Alfie. Das Pas de Deux, da gibt es nur zwei oder drei Paare, das ist total schade. Aber trotzdem, deswegen werden wir nicht so viel Zeit dazwischen haben. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich dann nur die Prüfungen sehen. So, jetzt kommen die Ponys runter. Da stehen sie. Na? Alfonso! Schon ganz schick eingeflochten, der Kleine. Jetzt werden wir sie gleich mal einstallen. Zum Soundcheck. Die Prüfung wird in der Halle sein, wie gesagt, auf dem großen Viereck. Und hier auf dem Rasenplatz wird nachher das Springen sein. Dort wird gerade schon der Parcours aufgebaut. Wir haben jetzt den Soundcheck und dürfen hier die heilige Treppe auch ins Richterhäuschen. Hier wollte ich schon immer mal rein und die Sicht so auf die Halle betrachten. Das werden wir jetzt mal tun. Ja, echt. Genial. Ist richtig schön hier. So, wir werden jetzt Rocky fertig machen gehen. Wir brauchen ja ein bisschen Zeit, weil wir müssen Stollen reindrehen und so. Das dauert ja ein bisschen. Deswegen legen wir jetzt schon mal los. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Ich habe ein neues Pferd. Alfie. Den bringe ich jetzt gerade zur Halle, denn Lea reitet gleich noch eine L-Dressur. Und jetzt ist sie gerade im Parcours und springt mit Rocky. Deswegen habe ich den Kleinen hier schon mal fertig gemacht. Er ist jetzt startklar. Das ist hier
der Landesreise eingemacht. Ja, ich grüße, wenn Sie geklingelt haben, erst los. Sehr cool. Nach dem Springen musste Mama ja Rocky schnell übernehmen. Und ich musste ja dann ganz schnell zur Dressur, weil die Prüfungen ja gleichzeitig liefen. Und ja, wie gesagt, habe ich Mama dann Rocky einfach schnell in die Hand gedrückt und sie hat den schon mal abgesattelt. Und ich bin dann schnell zur Dressurhalle rübergelaufen. Und ja, da bin ich dann natürlich Alfie geritten, wie ihr auch seht. Habe ihn erstmal warm geritten und so. Und dann ging es halt in die Prüfung. Und ja, zu der Dressur so ein bisschen. Es war so, dass die Ponys so ein bisschen kribbelig waren. Und das andere Pony, der Donnerboy, mit dem wir geritten sind, der geht ja auch schon M&S-Dressur. Und deswegen kannte der fliegende Wechsel. Und leider hat er dann bei einfachen Wechseln leider mal einen fliegenden eingebaut. Das war zwar ein bisschen schade, aber es war ja einfach nur für den Spaß. Es war ja auch alles sehr spontan entschieden. Und von daher waren wir super zufrieden und es hat auch einfach mega viel Spaß gemacht. Wir können euch jetzt hier leider gerade nicht die echte Musik von der Kühe abspielen, weil das wird dann mit den Rechten und so nicht gehen. Aber ich kann euch da ein bisschen was zu erzählen. Und zwar haben wir am Ende und auch am Anfang eine Musik aus Madagaskar, aus dem Film. Das ist einfach mega lustig. Und im Trab haben wir dann auch nochmal so eine recht fröhliche Musik und zwar Happy. Und ja, es war einfach mega cool und ja, es hat mega Spaß gemacht, weil es halt so lustig war mit der Musik. Live.
Gab es ja auch eine Einzelwertung und in der Einzelwertung habe ich gewonnen, weil Rocky und ich einfach mega, mega schnell waren. Und ja, für die Platzierung muss man natürlich immer mit dem Siegerpferd einreiten und deswegen mussten wir dann nach der Dressurplatzierung uns wieder ganz schön beeilen und Alfie mit Rocky austauschen. Das haben wir zum Glück noch so gerade eben geschafft. Und ja, ich habe mich einfach mega gefreut. Das erste Mal, dass ich einen riesen Bag gewonnen habe, ist einfach mega, mega cool. Die Team-Challenge, Preis der Firma Sparkasse. Hier gibt es einmal eine Einzelwertung und ein natürlich Teamergebnis, wie der Name schon sagt. Die Einzelwertung in der Klasse A konnte sie für sich entscheiden. Lia Julie Beckmann. Habe ich mit Rocky gerade die Einzelwertung im Springen gewonnen. Mega, mega cool. Mit der Mannschaft waren wir leider nicht so erfolgreich. Nach dem M-Springen waren wir noch auf Platz 4, aber leider hatten wir dann noch einen Fehler, sodass wir noch etwas weiter nach hinten gerückt sind. Voll schade, aber trotzdem habe ich mich natürlich mega gefreut, dass ich die Einzelwertung gewonnen habe. Mega, mega cool. Die Schleifen sind richtig schön. Und wie ihr gesehen habt, mit Alfie im Palais Deux wurden wir Zweiter.
Ja, leider hatten wir ja so ein paar Fehler, wie ihr gesehen habt. Sprich, also die Ponys sind beide immer umgesprungen, haben auch immer wieder am Viereck geguckt. Das war ein bisschen schade. Aber trotzdem dafür, dass wir das alles so spontan gemacht haben, war das natürlich super, super cool. Und ich hoffe, so etwas wird sich natürlich noch einmal ergeben, dass wir das dann auch nochmal verbessern können. Das wäre natürlich noch viel cooler. Und ja, wir werden jetzt nach Hause fahren. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! No matter where we are, no matter what we face, we're forever on our way. 'Cause we're runners, yeah, we're runners. And so we go.